mir da die Haare runter. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Gothic 3. So. Heute. Ja, ist doch gut. Heute gehen wir die Ahnengräber an. Und zwar alleine, weil Fatty McSpeck mich letzte Folge gegen Ende stark... Also er hat mich krass getroffen. Weil er mich super enttäuscht hat. Upsala. So, wir wissen ungefähr, wo die Ahnengräber liegen. Fluglinie werde ich versuchen hinzukommen, wird aber wahrscheinlich auf Dauer schwierig. Alter, was leckt das denn schon wieder so, Mann? Also in der Hinsicht freue ich mich echt mega auf Risen. LOL! Houdini, Doc! Hä? Warte mal, ich schieß mal an den Baum. Ah, ist das lustig! Gut. Das hätten wir auch. Gehen wir mal zum Troll. und die ganzen Orks überlege ich zu plätten. Ja, schauen wir mal. So, Junge. Und zu Papa. In die Titte. So, jetzt wird geschlachtet, Junge. Ah, ah, ah. Jawohl. Ich weiß, wie ihr tickt. Weg mit dir, Ekelpeter. So. Oh, da oben könnte es dann zum Ahnengrab gehen. Das sind schwarze Trolle. Okay, ich werde mal versuchen, hier hochzukommen, weil genau hier soll das Ahnengrab sein. Hier links ging es doch hoch. Also, es sah so aus, als ob es da hochging. Ob es da wirklich hochgeht, sag mal. Ah, doch, doch. Also, ist bestimmt nicht der eigentlich gedachte Weg, aber ich habe ja gesagt, ich werde versuchen, über Luftweg möglichst gut dahin zu kommen. Ob das jetzt geglitscht ist oder normal gelaufen, ist mir scheißegal. So. Genau da soll es sein. soll man hier eigentlich hin können, normalerweise? Darf man hier hin? Ich guck mal ein bisschen, wo ich hier bin. Ob da irgendwie noch was ist oder... ob es das war. Wir waren ja schon mal auf Erkundungstour am Rande der Map. Ja, nee, das war's. Hier sind nur noch Bäume. Da soll, ist sie vielleicht ganz tief unten, oder? Also, ich sehe den Eingang nicht. Das heißt, sie ist entweder da oben drauf, falsch verzeichnet, das ist das Wahrscheinlichste, oder unterirdisch. Aber ich glaube ja, falsch verzeichnet, weil Nordmar, Navigation, Zucker. Ich sehe nichts. Ja. Hier könnte... Ich speichere mal. So, was haben wir denn hier? Buschwerk. Boah, Alter, wie viel Busch? Boah, okay, da geht's hoch. Ja, geil. Da liegt ultra viel... Ja, dann doch von da. Aber dann ist echt falsch gezeichnet, weil jetzt bin ich schon dran vorbei. Und da ganz oben kann es ja nicht sein. Wie soll ich da hinkommen? Ja gut, dann gehen wir wieder runter. Moin. Jo. So, da lag ganz viel Blut. Das heißt, da war ein Schattenläufer. Oder was ähnliches. Ja, jetzt knallen wir aber erstmal die Goblins. Ah, knapp am Scheitel vorbei. Zack. Ins Gesicht. Oder? Hoho. Zack. So. Der vibriert sogar noch. So geil ist der eingeschlagen. Da. Och, mein Gott, ey. Guck mal, hier soll der Eingang sein, aber er ist einfach da verzeichnet. Aber wahrscheinlich ist immer nur unterirdisch. Nee, vielleicht ist immer nicht der Eingang verzeichnet, sondern da, wo dann das Grab ist. Und wenn es jetzt so nach links geht, könnte das dann passen. Ich speichere mal. Ich sitze halt wieder Gemetzel gegen Untote. Vielleicht haben wir einen Zauber. Weil Untote sind immer so nervig. Hagelsturm. Können wir nicht wirken, aber nicht genug Mana. Golem beschwören. Skelett beschwören. Eigentlich wäre der Dicke jetzt nice. Ein paar Blitzes beschwören. Böses vernichten.
aber viel Mana. Flammenwelle braucht viel zu lang zum Casten. Ich beschwöre einfach mal einen Golem. Oder hebe ich mir es auf für die richtig knackigen Fälle? Ich hebe mir es auf, ich schaffe die auch so. Da! Ach komm. Oh. Da ist ja wieder so viel. Da! Aber eure Überzahl ist egal, wenn... Oh Gott. Das sind echt viele. Ah, ja, und alle haben Schild, ey. Ich hasse euch. Du hast kein Schild. So. Ja, ich komme gut voran. Ich komme gut voran. Ja, einige sind schon down. Du willst mich umgehen, du willst tanzen, ne? Aber nicht mit mir, Schnucki. Ich lock euch zu den Orks. Kommt mal mit, Jungs. Alle mitkommen. Wo brauche ich? Oh Gott. Ah! Komm mal ganz entspannt mit, ne? So, jetzt habe ich hier die Orks. Dein Kopf gehört mir. So, Jungs. Ich werde dich zertreten. Geil, die greifen schon. In den Staub mit ihm. Alter, warum schießt der denn mich ab? Du bist kein Gegner, sagt er. Oh Gott. Okay, euch drei schaffe ich. Oh, Leute, wie viel Schaden mache ich? Dann komm her. Oh, ich muss hier weg. Ich werde dich töten. Irgendwie... Ach ja, ich habe jetzt Orktöter gelernt, ne? Der mit seiner Armbrust, der Schlingel. Okay, die sind alle tot. Bleib stehen, Mora. Also die Skelette. Ja, dann hau ich mal ab. Die mache ich so peu à peu einfach. Ich werde dich töten. Ja, jetzt ist so gut, Jacqueline. Geh nach Hause. Oh, hier ist der Schattenläufer. Oder etwa der Hetzer. Hab das jetzt mal. Alter, jo. Scheiße. Leute, die gehen auf den Schattenläufer. Kommen die anderen auch? Der kassiert schon. Ja, komm. Nee, das mach ich, Junge. Ey, da kommt ja der Nächste. Warte. Ah, da kommt er. Oh Mann, jetzt kommt hier die ganze Mannschaft. Das wollte ich nicht. Oh Leute, ich glaube, einer ist gestorben, oder? Die sind fertig in der Höhle, das ist nicht gut. Schieß. Scheiße. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Na, da zählt er noch. So, der ist auch weg. Ein bisschen tänzeln, ne? Das machen wir immer gerne. Drei. Oh, der Anführer. Jo, klar, hau ich über die drüber. Ich muss was trinken. Ich locke die in die Höhle. Oh, das wird ein Lootfest, Alter. Weil ich aber 10 Jahre... So, kommt ihr? Kommt ihr auch alle? Komm alle her hier. Jungs. Alle Mann. Da ist der Feind. Jawohl. Pass mal auf. Jungs, alle Mann mal herkommen. Das sind ja wenige. Lass mich mal durch, ich bin Arzt. Yo! Alter, ich hätte das ganze Lager hier reinlocken sollen. Ah.
Oh, ein Heiltrank. Alter, da drin ist der übelste Moshpit, Alter. Lol. Hier, kloppt euch gegenseitig. Los. Bleib stehen, Mara. Nee, geh auf den. Schlagt euch. Da. Ich muss mal reingehen und gucken, was da so geht, Alter. Warte. Achtung, jetzt knallt's! Oh, warte mal. Zack. So, Jungs, komm mal her. Oh, gleich zwei von jeder Sorte. Nice. Ha! Hier ist einfach voll der Krieg der Fraktion. Hier nur noch Menschen, ey. Ist doch wahr. Da! Weg mit dir. Da! Wie? Du hast ja ein volles Leben. Das ist aber scheiße. Das Geile ist, den können die nicht blocken, nur mit Schild. Da! Heiltrank? Alter, die ficken aber die Box ganz schön. Ich muss eher auf die unten, glaube ich, gehen. Guck mal, da gehen drei auf einen, Alter. Richtig sick. Ja, aber die halten viel mehr aus, die Orks. Geh erstmal an. Ja, die Orks halten einfach viel mehr aus. Vielleicht, weil sie so als Humanoide gelten. Und Skelette als Monster. Kann es sein, dass die dann... Alter, das ist einfach eine fette Schlacht. Auchlager ausgelöscht. Wie für Nordmar. Moshpit! Da! Hauen die jetzt alle ab, oder? Ja, die wollen rennen. Die rennen jetzt alle weg, oder wie? Und die Skelette hinterher, oder wie ist das? Hey, jetzt sind auf einmal alle weg. Hey, Leute, wo seid ihr? Alles klar. Aber der Blitz, den ich hier reingejagt hat, der war ja genau in dem Moshpit, ey. So, ich speichere mal. Ey, wie geil diese Folge, ey. Okay, die sind echt done. Dann loote ich hier schon mal. Das ist ja geil. So, die ganze Scheiße. Also, eigentlich brauche ich es ja nicht, ne? Eigentlich brauche ich es ja echt nicht. Aber es ist einfach zu schön. Ich bin auch so ein Loot-Fanatiker, muss ich sagen. Ich muss mal alles looten. Ich glaube, es sind aber viele. Also, am schlimmsten lebt man das ja echt so in World of Warcraft oder MMORPGs aus. Oder in Hack and Slays. Da, wo es richtig viel Loot gibt. Ah, die kommen wieder. Ihr habt sie doch verfolgt, Jungs. Ja, komm mal her hier. Ich liebe euch ohne Schild. Das war knapp. So, zur Seite. Alter, was hier alles liegt im Eingang. Alter, das war einfach das übelste Gemetzel meines Lebens, ey. So. Ja, schön. Das war echt perfekt. Das ganze Lager von den Orks, die haben ja auch irgendwie nicht resettet. Ich bin ja erst links lang. Und bei manchen Orks ist es ja so, ich glaube, es ist bei zum Beispiel Städten, die laufen einen 10 Kilometer hinterher. Und da ist ja eben dieser Questerfolg auch kam, Orklager ausgelöscht, hat das, glaube ich, fast wie eine Stadt gegolten. Das heißt, da war die gleiche Mechanik hinter. So, und die haben auch den Schattenläufer hier weggeboxt. Finde ich interessant. Jo, die haben den weggemacht. Arnstein erhalten. Lol. Und hier ist Geröll und dahinter. Okay. Das ist wieder vom Community Patch Team einer. Anno. Hatten wir ja schon mal. Lol. Okay. Noch ein Easter Ei. Osterei, Junge. Easter Egg. Ja gut, dann haben wir jetzt auch den Ahnenstein.
Stimmt, wir brauchen ja für jedes Grabo immer den Ahnenstein. Genau, den wir ja dahin zurückbringen müssen. Okay. Ich ganz vergessen. Ich dachte, ich gehe einfach nur ins Ahnengrab. Und ja klar, das ist ja der Sinn dahinter. Dass wir die Ahnensteine zurückbringen und dann die krasse Macht bekommen. So, leben hier noch Orks? Nee, aber ein Skelett. Ah ja, die Orks sind ja geflohen. Da! Der ist... Da. Alter, ich will zuschlagen. Da. Hallo! So. Da. Meine Fresse. Die machen aber echt wenig Schaden, ey. So. Was habt ihr denn hier Schönes? Schnuckis. So. Eine Truhe. Noch eine Truhe. Kann ich eigentlich an diesen Kesseln irgendwas machen? Kochen, ne? Aber ich habe keine Rezepte, glaube ich. Oh doch, Eintopf. Ja, 40%! Möhre, gebratenes Fleisch, Reis, Wein. Rein! Stimmt, man kann auch... Geil, dass das jetzt erstmal... Man kann halt übel krass kochen in Gothic 3. Man kann eigentlich in jedem Gothic-Teil ziemlich krass kochen, aber ich mach's nie. Also, ich find's irgendwie überflüssig. Meistens kommt man halt mit den Heilträgen komplett zurecht. So, die haben ja ein paar Werkzeuge. Schön. Da oben sind Wölfe, höre ich doch direkt. Was ist hier? Da ist ein Erzpopcorn. Hier ist ja Mord übel durchgeswackt. Was sind das hier für was ist das für ein Steinkreis? Ist das einfach so oder hat der irgendeinen Sinn beim Orklager direkt? Na gut. So. Dann gehen wir jetzt in die Höhle, machen die restlichen Untoten weg. Und gut ist. Hier. So. Ach, da liegt noch eine Waffe. Gut, speichern können wir auch mal. Haben jetzt 1000 Sachen gelootet. Alter, was eine Folge bisher. Es gibt ja Folgen. Da passiert echt wenig, ne? Beziehungsweise man redet einfach nur voll viel mit den Leuten. Aber in der Folge... Alter. Ist die Scheiße am... Ne? So Explosionspfeile können wir nehmen. Ich will ein Skelett. Ihr könnt alle mal eine Runde brennen, Jungs. Ah, hat er mich erwischt. Jetzt. Alter, der schießt mit... Die Fotze mit seinem Scheißbogen. Alter, ich muss zur Seite. Toll. Läuft ja richtig geil. 3 auf einmal. Yo, jetzt läuft's. Scheiß Bogenschütze, ey, wirklich. Wie man da reinrennen kann. Oh Gott, da ist ein ganz dicker. Hier, schießt zurück, ihr Opfer. So, Junge. Da sind wir. Freund oder Feind? Ich habe richtig wenig Leben, ey. Das ist mir gerade ein bisschen zu risky. Der geht ja ziemlich langsam. Ne? Kann man ja hier ganz entspannt durchziehen. Wie heißt er? Balda? Du bist ein Opfer, Junge. Du bist hier ein krasser... Tschüss. Ich finde geil, wie die nicht mal ein Soundsetting haben. Was hat der für eine Axt? Barbarenstreitaxt. So, auch nichts Besonderes. So. Hier ein paar Pfeile. Jo. Nicht. Ah, doch. Geh mal weg hier. Ich muss hier looten. So. Gut, geh mal rein. Noch wer? Alle bedient? Nee, natürlich nicht. Ja, komm ran, Junge. Komm. Ja, da kommen noch mehr. Da! Ich hasse die mit Schild, ne? Da! So ätzend. Da! Alter, der mit dem Bogen nervt so, weil immer, wenn man eine Kombo dann doch mal durchbringen kann... Da! Oh. So. Aha. Oh, Mann! Da! Ihr Fotzen! Jo! Da! Wie er das perfekt durchzieht!
Ich hasse Untote so sehr, Junge. Jo, jetzt gibt's Klatsche, Alter. Rechts, links, rechts, links. Alter, ich bin übel low gedroppt. Bitches. So, dann haben wir das jetzt auch. Mein Gott. Also manchmal echt so mit einem Hieb 10 Stück zusammen weggehauen. Und dann wieder, ey, blockt er dich dreimal hintereinander und macht direkt einen Counterangriff, bevor man überhaupt wieder deffen kann. Not bad. Runensockel. Ah, hier muss ich den drauflegen. Dort ist ein Loch in dem Sockel. Ja. Dort kann man etwas hineinstecken. Penis. Passt. Und jetzt? Jetzt brennt hier ein Feuer. Amulett, Schatz, Schatz. Schatzi. Hey, was hat mir das jetzt gebracht? Oh, und warum ist die Sicht so komisch? So. Das war gerade komisch. So, alte Truhe. Mhm. Blitzbeschwerden sind immer cool. Explosionsfalle sind auch cool. So. Gibt's hier noch irgendwas? Hier ist eine kleine Kammer noch. Oh. Doch, da. Ah, ein Fall. Gut, aber was hat mir das jetzt genau. Also, ich habe gesehen, Ruf, Ruf, Ruf so, ne? Oh! Where is the Guru? Bug. Scheiße. Sehen uns gleich. So, Leute, folgendes. Ich habe mich jetzt ein bisschen erkundigt und finde nichts im Internet. Meistens ist es so, dass dieser Where is the Guru Bug meistens am Anfang des Spiels halt direkt losgeht und nicht nach 108, 109 Folgen. Was ich mir jetzt aber gedacht habe, ist, vielleicht brauche ich das gar nicht anklicken, weil ich hier jetzt schon fertig bin. Versteht ihr? Also ich brauche den Runensockel nur einsetzen und fertig mit der Quest. Und jetzt gehe ich weiter und musste eigentlich gar nicht mehr draufklicken. Was mich nur irritiert ist, es wird halt angeboten, da drauf zu klicken. Und eigentlich sollen doch seine Kräfte auf mich übergehen. Ich werde mich jetzt einfach zum Feuerclan teleportieren. Und dort mal gucken, wie der Questfortschritt ist, wenn ich jetzt den Chef anlaber. Vielleicht sagt er ja, ja geil, erstes Grab hast du, alles gut, so. Und dann machen wir einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Machen wir jetzt erstmal sowieso, selbst wenn das jetzt wirklich ein Bug ist und ich da nicht weiterkomme. Ich habe die Quest eigentlich erfüllt, also für das Grab. Deswegen bin ich ja eigentlich fertig. Naja, sollte das nicht der Fall sein, werden wir erstmal die anderen Ahnengräber abklappern, gucken, wie es da ist. Und in der Zeit werde ich in einem Forum mein Problem posten. So. Wegen der Ahnen. Ja? Ich habe die Macht von Baldar. Gut. Okay. Was ist mit den anderen Gräbern? Okay, gut. Dann ist das einfach nur eine überflüssige Option, die man da noch hat. Die man gar nicht braucht. Und deswegen vielleicht auch den Bug hervorruft. Ich weiß es nicht. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Aber er sagt, also ich habe das. Ich habe Ruf bekommen, ne? Ich habe Erfahrung bekommen, Quest war fertig. Er sagt jetzt sogar, dass ich wirklich die Macht habe. Also müsste ich da ja eigentlich fertig sein. Deswegen gehen wir jetzt einfach zum nächsten. Also drauf geschissen. Und da müssen wir den Weg da rechts einschlagen. Die Frage ist nur, müssen wir hier oben lang? Oder nicht? Ich glaube, wir können hier einfach weiter. Und dann nach dem Orklager rechts rein. Ja. Kurzer Zwischenfall hat mich jetzt so 30 Minuten gekostet. Ich war halt extrem irritiert. Ich dachte, okay, Quest halt fertig. Aber dann muss man nochmal auf das Grab. Oh Gott. Auf das Grab draufklicken. Sodass es sich öffnet. Weil davon war ja die Rede. Und man dann die Macht bekommt. So. Aber okay. Aufgeschissen. Jo, wieder drüber. Da! Da! Scheiße. Da! Da. Komm da. Her! Alles klar. Oh, jetzt sind wir sogar näher dran. Ist drauf geschissen, drauf geschissen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich einfach
das jetzt neu aufnehme und wir so Zeit sparen, aber wir sind ja direkt da. Wir brauchen ja nicht mit ihm reden. Wir sind ja direkt da. So, jetzt einfach rausrennen und fertig. Nehmen wir direkt bei den Säbelzähnen. Meine Fresse, das ist... Also die Folge ist in jeder Hinsicht extrem. Extrem im Krieg. Extrem mit Bugs. Ja, ist ja eigentlich keiner, weil... Also ist schon einer. Aber nicht weiter schlimm eigentlich. So, hier lang. Genau, da seid ihr. Mache ich euch jetzt weg, oder? Moin. Ja, komm mal her, Schnuckis. Ich brauche EP, so ist ja nicht. Gott, leg! Leg! Geh weg! Geh! Was war das denn für ein Riesenleck? So, danke für die EP, Jungs. See you later, Bitches. Aber du kriegst jetzt voll eins in deine Fresse. Hat er gesessen? Yo, wieder Sidestep mir! Alter, ich hasse euch. Geht! Ja, oh, hat er sich gedreht! Krasse Pirouette. Gut, so. Mein Gott. Müssen wir jetzt hier... Scheiße, okay, wir müssen oben hin. Also doch da hoch. Na gut. Alter. Diese, ich komme gerade immer noch nicht drauf klar. Ihr müsst euch vorstellen, für euch ist es nur ein Cut. Aber ich habe gerade ein paar Foren durchforstet. Ich habe einen anderen Kompatibilitätsmodus ausprobiert und so weiter. Ich war gerade sehr stressig für mich. Aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass es scheißegal ist. Da wir die Quest fertig haben und wir auf diesen Bug scheißen können. So. Jetzt hier links ab, richtig? Oder gehe ich falsch? Ich gehe falsch. Ich gehe falsch. Wisst ihr, die Wegeinzeichnung ist so irritierend. Warte, 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 warte. Nein, hier geht's nur zum Kloster. Ich bin falsch. Da ist nichts zu holen. Ich muss da lang. Ich muss nur... Ah, nee, hier? Nee, hä? Oder hier? Ich bin irritiert. Hier hat er mich lang... Ach, deswegen, glaube ich, oder? Alter. Es sieht so aus, als wäre es direkt am Kloster. Ich port mich mal hoch zum Kloster. Und check das von oben. Remember? Ah, nee, ich glaube, das ist das mit dem Dämon. Ich gehe mal Fluglinie hin. Von hier aus. Ich bin ja jetzt quasi so weit oben, wie es nur geht, in Nordmar. Ach nee, geht gar nicht, scheiße. Doch, ich kann ja von der Mauer runterspringen. Richtig. Ihr kennt mich ja. Ich versuche den kürzesten Weg immer zu gehen. Das werden wir jetzt wieder schaffen. So, da lang. Mega geile Herangehensweise, oder? So, vorsichtig. Wir wollen ja nicht in den Tod springen. Okay, hier ist ein fetter Berg. Wir hüpfen einfach am Berg entlang. Schön Rolle auf dem Berg. Mount Everest, Alter, ist ein Scheiß. Wir machen darauf eine Rolle. So. Wir hüpfen hier weiter schön lang. Jawohl. Ihr müsst halt... Ich bin halt Glitcher Main. Hm? COD damals, COD 4, habe ich die Scheiße auch die ganze Zeit abgezogen. Hier, zack, sind wir da. Easy. Hoffe ich. Easy. Komm schon. Ja? Sind wir da? Remember? Es ist nicht der Eingang, der verzeichnet ist. Hoffe ich. Hier ist eine Wurzel. Ich höre Golems. Ja, ich glaube... Ja. Oder? Das ist ein Säbelzahntiger. Spring ich runter. Ich speichere mal. Ich glaube, ich muss da lang. Ich glaube schon. Weiteres, liebe Kinder, erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein.